Willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch mal Dings vor. Futter, was ich meinen Fischen immer fütter. Und zwar haben wir da Eimer. Moment, ich muss ein bisschen gerade machen. Mückenlarven. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich denke mal schon, dass ihr die kennt. Hier. Oder Mückenlarven, ne? Milliliter sind da drin. Ja, das. Also die leben auch, aber hier werden sie doch nicht mehr leben, weil ich schon etwas länger im Kühlschrank habe. Wenn die etwas länger im Kühlschrank sind, dann kannst du die eigentlich vergessen, aber ich probiere die mal für euch zu machen. So, also wie gesagt, halt ich probiere das aber für euch nachher mal zu machen. Schauen wir uns mal an. Weil das Wasser ist sehr trüb, aber ob die noch. Ne, ich glaube aber nicht. Ich gucke das mal an, da sind schon manche dabei, die schon nicht mehr gut sind hier. Ja, warte, ich sag das mal so. Da. Und jetzt haben wir hier. Also das fütter ich immer Vital. Also Premium Vital. Das ist so Dingsfutter. Also hier das ganz gewöhnliche, kennt ihr. Mit einer Hand ist es immer schwierig, weil ich gerade meinen Ständer. Ein Stativ nicht finde. Moment, ich mach's mal kurz auf. Wartet. Alter. Ich meine Stativ gerade nicht finde, wo das hinten auch ist. Also ja. Das kennt ihr ja, dieses Bio. Sind das? Das sind ja irgendwelche. Das ist ja auch, glaube ich, irgendwelchen. Also. Algenmix oder sowas, oder? Schauen wir es einfach mal uns an. Flockenfutter. Ja, also das ist irgend sowas. Aber das muss ich sagen, ich fütter ich nicht so gerne. Aber ich muss es halt füttern, weil ja nicht immer nicht alles da ist. Aber dieses Zeug kostet im Fressnapf 90 Cent, 80 Cent, ich weiß gerade gar nicht wie viel. Aber das ist eigentlich gut, weil da werden eure Fische, kriegen eure Fische eine schöne Farbe. Also das lohnt sich auf jeden Fall, das sowas zu kaufen immer. Das gibt's ja noch in kalter Form, also tiefgekühlt. Das fütter ich meistens so, sagen wir, das ist tiefgefüttert, ich lasse es das auftauen ein bisschen und dann gebe ich den Fischen rein, weil ich habe schon gehört, dass manche Fische dadurch verletzt sich haben und deswegen mache ich das so. Hier schneide ich das auf, hier sagen auf, lass frisches Wasser reinlaufen, sagen, dass dieses Brühe hier weg ist, ich kann es dann nachher gleich mal probieren, dass die Brühe weg ist hier die und dann sagen, dass frisches Wasser drin ist und das kippe ich damit rein. Und hier, das kennt ja jeder, das einfach ein bisschen rein gemacht und fertig. Ich werde das mal austesten für euch. Also ich mache es mal zurecht und zeige ich euch mal. So, dann gebe ich noch ein schnell Fisch-Update dazu. Ihr seht ja, leer im Becken. Die ganzen Guppies sind gestorben. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kann es euch leider nicht sagen, was das wirklich ist. Ich stehe da und weiß alles nicht, was das ist. Ich habe keine Ahnung einfach. Also die einzigen, die noch leben, sind die kleinen. Hier, da. Ist noch ein ganz kleiner? Ja, hier ist ein ganz kleiner. Ja, da ist er. Fokussierte Birne. Da. Der fokussiert man jetzt da. Aber alles leer. Das ist scheiße. Aber die hat eine geile Farbe, oder? So mit Türkise drin, oder? Die sieht schon krass, krass aus. Das habe ich jetzt erstmal aufgefallen, dass sie so hell ist. Aber ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ich machen soll. Soll ich mir neue kaufen? Oder soll ich das erstmal mit den Guppies sein lassen und die erstmal jetzt drinnen lassen und gucken, was, ob die halt überleben? Ich weiß auch nicht, an was es liegt. Die Wärme ist eigentlich auch entsprechend. Ich habe alles nachgeguckt, aber die sterben ja. Hier ist Sex, hör mal. Hier die Wärme. Warte, ich mach's mal so. Da. Die Wärme auf 20 Grad, so wie es sein soll. Deswegen verstehe ich nicht, warum die sterben. Naja.
Wir nehmen das jetzt einfach so hin. Wir müssen das sowieso hinnehmen. Anders kommen wir uns ja eh nicht. Ja, das ist das Einzige, was ich noch da sehe. Die Neonzeit und meine ganzen Saubermacher hier. Und ja, der, ich weiß nicht, was das ist halt. Deswegen kann ich euch noch nicht sagen, was das für ein Fisch ist. Es sieht halt aus wie ein Guppi, aber es ist halt kein Guppi, weil Guppis sind viel schmaler als. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber er überlebt halt. Ist der Einzige, der überlebt. Den lassen wir auch drin einfach mal gucken. Wir werden selber sehen, was wir machen. Ich werde euch dann. Ich denke mal, nächste Woche gibt es ein neues Fisch-Update-Video, was ich Neues reingebracht habe. Oder auch. Mal sehen einfach, würde ich sagen. So, dann bis hin, mach's gut und ciao. So, und das habe ich noch mehr gekauft heute. Und zwar, so, fokussier. Ausströmende Steine, die werde ich einen reinmachen. Dann habe ich mir noch gekauft Amano-Garnelen. Ich weiß nicht, ob man sie sehen kann, wo sie sind. Ich suche sie gerade, aber ja, da ist eine. Da ist eine. Drei Stück und 10 von den Neons. Die werde ich dann reintun und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich, wenn ich alles eingebaut habe wieder. So, also der Stein ist jetzt drin. Seht ihr hier? Ich zeige es mal so. Da ist der Stein jetzt drin. Ne, ich zeige es hier von oben, oder? Da seht ihr. Da ist der Stein jetzt. Die Amanos sind auch jetzt endlich da drinnen. Die ganzen, wo die sind, oder wo? Hier sind sie alle. Da. Das sind sie alle. Alle. Seht ihr das an, wie viele das sind? Es müssen ungefähr um die 20 Stück sein. Ja, das sind sie alle. So sieht es jetzt aus. Viel besser. Ich habe halt das ein bisschen hochgedreht, den Druck. Ich zeige euch das mal. Achtung, wartet. Also hier ist das Druckanzeige. Wartet. Gucken, welche Richtung ich drehe. Das ist ein bisschen schwierig. Eine Hand, aber es wird gehen. Also sieht das aus, wenn nicht weniger. Hallo? Das muss eigentlich weniger Druck. Moment, ich muss es mal austesten. Ja, weniger Druck. Sieht er wenig. Und jetzt mache ich mal viel Druck. Da ist gar kein Druck da, weil ich hatte das Ding. Moment. Wie viel das auch einfach ist, sieht übelst geil aus. Ich zeige euch mal von der Druck nochmal. Ich muss es halt noch besser verstecken und so, aber ich finde es übelst. Übelst geil sieht das aus. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, weil ich so Neues gekauft habe. Bis dann, wir sehen uns und ciao.